Hallo, ich bin Veronika, Azubi bei IPC Computer und in diesem Video möchte ich euch unseren neuen Active Stylus Pen vorstellen. Wenn ihr euch für den Stylus Pen entscheidet, bekommt ihr den auch so nach Hause geliefert. Und zwar habt ihr einmal das Handbuch dabei, natürlich hier den Stift. Und mit dabei habt ihr auch noch einmal ein Ladekabel, denn im Stift ist nämlich ein Akku verbaut, den ihr auch wieder aufladen könnt. Und noch zwei Ersatzspitzen. Den Active Stylus Pen gibt es in zwei verschiedenen Farben, und zwar einmal in Weiß und in Schwarz. Und wie bereits erwähnt, hat der Pen auch einen Akku. Und da könnt ihr mit einer Vollladung den Pen ca. 15 Stunden lang verwenden. Kurz zur Funktion. Die meisten Displays funktionieren heutzutage über die Kapazität. Dies bedeutet, der Pen sendet ein elektrisches Feld an euer Tablet oder Notebook und dies ermöglicht eine genaue und konstante Eingabe. Bei unserem IPC Stylus Pen handelt es sich um einen aktiven Eingabestift, der nicht extra noch per Bluetooth oder ähnlichem verbunden werden muss. Das hat einfach den Vorteil, dass der nicht an ein Betriebssystem oder an einen Hersteller gebunden ist, so könnt ihr den auch an verschiedenen Herstellern eben nutzen. Hier haben wir einmal zwei Lenovo-Geräte mit auch verschiedenen Zeichenprogrammen und hier auch einmal am iPad. Was bei diesem Stift allerdings zu beachten ist, dass dieser euren Finger simuliert und somit nicht auf dem Trackpad oder auf der Zeichenfläche funktioniert, sondern eben halt nur auf dem Display. In diesem Sinne hat der Stift weniger Features, aber ist damit mit deutlich mehr Geräten kompatibel. Wenn ihr noch weitere Infos zum Thema Displays oder zu den verschiedenen Funktionsweisen haben wollt, verlinken wir euch gerne nochmal unseren Blogbeitrag, wo ihr euch das alles nochmal in Ruhe durchlesen könnt. Ein kleiner Tipp von uns ist einfach, wenn der Pen nicht bei eurem Gerät funktioniert oder einfach ein paar Ruckler aufweist, könnt ihr hier vorne ganz einfach die Kappe aufdrehen. Und hier die Spitze einmal entfernen. So verringert ihr auch einfach den Abstand zu eurem Display von der Spitze wirklich. Warum du dich für den IPC Pen entscheiden solltest, ist zum einen, da dieser deutlich günstiger ist als andere aktive Stifte, er zudem super gut in der Hand liegt und wirklich einfach zu bedienen ist. Außerdem schaltet er sich nach 30 Minuten in Aktivität selber aus, um so den Akku zu schonen. Wenn du allerdings hauptsächlich zeichnen willst, dann empfehlen wir, investiere lieber in einen teuren, herstellerspezifischen Bluetooth-Pen, da dort die Eingabe etwas genauer ist und die Handballenerkennung nicht immer ausreicht. Für deine Produktivität oder einfach als Fingerersatz eignet sich unser Pen aber sehr gut. Wir verlinken ihn euch natürlich auch gerne nochmal in der Infobox, wo ihr ihn bequem über unseren Shop kaufen könnt. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wir würden uns natürlich auch über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Und bis dahin, ciao.